Guten Morgen. Wir haben 6 Uhr in der Türkei ungefähr oder 6.15 Uhr. Das heißt, deutsche Zeit ist jetzt ungefähr 4.15 Uhr. Ja, also die Nacht war sehr heftig. Und zwar hatten wir richtige Mückenattacken. Das hatten wir hier noch nie in der Türkei. Und ich erkläre mir das so, dass es hier in den letzten Tagen geregnet hat, ohne Ende, und jetzt einfach so viele Mückenlarven geschlüpft sind. Ja. Und der Bernd hat heute Morgen bestimmt 20 oder 30 Mücken hier in den Kampf angesagt. Und ja, seitdem sind bald wach, und die halbe Nacht waren wir auch wach. Die sind immer an unserem Ohr vorbeigeflogen. Und ich sage euch, Mücken haben verschiedene Stimmen. Die machen, die eine macht, die andere macht. Und die sind richtig fett. So groß sind die. Boah, und dann platzen die. Boah, das war ja doof. Naja, was mache ich jetzt hier? Ich zeige es euch. Wir haben ja hier Vorzelt abgebaut, alle Schränke aufgeräumt und so, nur Schuhfach noch nicht. Schuhfach mache ich jetzt gerade. Das ist praktischerweise genau, wenn man reinkommt. Ich muss das aussaugen, das kann ich jetzt aber nicht machen. Weil Livia schläft zum Glück noch. Das mache ich nachher. Aber einfach, weil ich mir einen Überblick verschaffen möchte über die Schuhe. Warte mal, vielleicht kann ich mich mit der Taschenlampe ein bisschen anleuchten. So, gestern ist nämlich was richtig Blödes passiert. Ich war duschen hier. Es war dunkel schon draußen und es war richtig geil. Die haben die Dusche heiß gestellt, so ein Durchlauferhitzer gestern. Normalerweise wird das von der Sonne erwärmt, das Duschwasser. Und man musste so gefühlt 10 Minuten das Wasser laufen lassen, bis es warm wurde. Gestern haben die das warm gestellt. Boah, das war so schön heiß. Naja, und dann bin ich halt aus der Dusche rausgekommen im Dunkeln mit meinen Adiletten-Latschen. Und bin ausgerutscht und dann sind die gerissen, also der Bogen über dem Fuß ist gerissen, und deswegen suche ich gerade andere Schuhe und deswegen pflücke ich hier das ganze Fach auseinander. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, heute, was machen wir in der Türkei? Vielleicht machen wir heute unseren Ausflug in die Moschee, wissen wir noch nicht. Wollten wir gestern machen, aber weil ja so Hagel angesagt war und wir Angst hatten, dass unser Wohnwagen durchlöchert wird, haben wir gesagt, machen wir das nicht gestern. Und war auch gut so, weil unser Wohnwagen ist ja undicht. Das ist jetzt zwar provisorisch gepflegt, aber es war gut, dass wir hier waren, weil wir haben ja sowieso schon Stockflecken im Wohnwagen und so. Scheiße, ne, bei Calvino im Zimmer. Aber wenn wir jetzt ein neues Lattenrost und die Matratze, die haben wir bestellt, die kommt. Was ist heute? Donnerstag? Am Samstag spätestens soll die Matratze kommen, die neue. Und dann ist auch wieder schönes Wetter. Ihr hört, es regnet immer noch. Ne? Es ist so ätzend. Alles ist voll nass. Richtig nass. Ich dachte, wenn du auf Toilette gehst, die erschreckt dich nicht. Warum? Da ist eine Libelle. So groß, die fliegt unterm Dach. Ich dachte erst, der wäre ein Vogel oder so. Tick, 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 tick. Okay. Welche Mücken hast du gefunden? Ich habe keine Mücken gefunden. Ich habe das Schuhfach aufgeräumt und habe erzählt, dass wir eine neue Matratze kriegen. Hm. Ja, die wird Samstag voraussichtlich geliefert. Und das ist schön, weil dann soll endlich wieder trocken sein. Und wir reisen ja auch weiter Anfang nächster Woche. Und das können wir dann mit neuer Matratze tun. Und das Gute ist, die können direkt die alte Matratze mitnehmen. Und witzigerweise haben unsere Nachbarn sich auch eine neue Matratze bestellt. Die braucht halt auch schon voll lange, ne? Ja, die brauchen voll lange. Und normalerweise war hier in der Türkei die Lieferzeit, was, 5 Wochen oder so? Und die, ja, knapp einen Monat. Die haben jetzt so schnell Lieferzeit, also so rucki-zucki. Ja, und war voll komisch, war das, weil da war voll... So voll motiviert und extra in der Fabrik angerufen und ja, warte, ich rufe jetzt euch hin, hier, ich rufe da an und die meldet mich und das geht alles und ja, aber... Ja, weil wir halt Sondermaße brauchen, ne? Wir haben eins, haben wir nochmal nachgemessen, 1,36 x 2 Meter und die haben noch schlimmer das Maß, ne?
Ja, weiß ich nicht, 1,36 Meter mal 2,32 Meter. Oder irgendwie so, also so ganz, ganz krumme Zahlen. So. Und das sind richtige Matratzen, also nicht nur Schaumstoff, sondern so richtig, was weiß ich, Federkern oder so, 15 cm hoch. Wir haben schon gesagt, wenn die gut ist bei Calvino, dann holen wir uns hier nächstes Jahr, wenn wir wieder in der Türkei sind, auch eine. Und die würde ich dann auch ein bisschen kleiner bestellen. Und die ist leicht, dachte er auch. Ja. Weil die ist jetzt 1,40, die wir hier in unserem Familienbett haben, dann würde ich hier auch 1,36 oder so nehmen, weil die ist ein bisschen zu groß. Ja. Genau, naja. Können wir ja noch genau ausmessen dann. Jetzt warten wir erstmal darauf, dass die Sonne aufgeht. Die ist die Gewinnerin. Achtung, alles nass und ich habe einen Socken an. Geil. Aber wenigstens ist schon mal hell draußen. Meine Güte, guckt euch mal an, wie die Welt untergegangen ist. Unser schöner Tisch. Alles, alles versifft. Ach, Herr Rhein. Und wir können es kaum erwarten. Vor allem der Smurfy. Wir möchten heute unbedingt mit dir spazieren gehen, Smurfy. Am Meer, da waren wir gefühlt so lange nicht mehr. Richtig schön entspannt. Machen wir das noch, Herr Etty? Hm? Nein, das wird uns alle freuen. Ne? Oder, Papa? Schön spazieren gehen am Meer. Im Sonnenschein mit Füßchen im Wasser. Es ist unendlich warm. Habe ich euch das schon erzählt? Wir hatten heute Nacht, ich glaube, 16 oder 17 Grad draußen. Nachts. Im Dunkeln. Wir haben richtig geschwitzt im Kampf gegen die Mücken. Weil wir uns halt zugedeckt haben, ne? Komplett. Das ist über dem Kopf die Decke. War heiß. Geht hier auf. Kriegen jetzt einen Lagerkoller so langsam. Deswegen gehen wir jetzt los. Also es regnet jetzt nicht mehr, so seit einer Stunde. Aber ihr seht ja selber, es ist alles matschig und nass. Ne? Man ist sofort durchnässt, wenn man rausgeht. Also vor allem mit Kind, kleinen Kindern und Hunden. Man ist sofort siffig. Und man hat kaum Möglichkeiten, das zu trocknen. Also ich kann ja hier Wäsche waschen, aber ich kriege die nicht trocken bei dem Wetter. Livia hat die letzte trockene, saubere Hose an. Deswegen, ja. Was soll ich euch sagen? Ne? Die Stimmung ist die Stimmung. Die Stimmung ist die Stimmung. Wir gehen jetzt in die Mall. Da gucke ich, ob ich ein paar Hosen finde für Livia. Eigentlich reichen die. Die wir haben, aber nicht, wenn das Wetter so ist. Genau, und deswegen, ich hatte heute schon alles hier aufgeräumt, aber wenn man halt hier drin verbringt, ne, wir haben Memory gebastelt, so, weil ich hier kein Memory finde, deswegen haben wir selber eins gebastelt und dann sieht das immer sofort so aus, ne, wenn man mal eben sich ein Müsli macht. Oh, meine Schuhe, ey, die sind sofort siffig. Es tut mir ja leid, wenn ich sehe, dass das bei anderen Familien genauso ist wie bei uns. Aber es beruhigt mich immer. Ja, der Hund ist hinten drin, dass es überall dasselbe ist. So, Hunde, ihr geht jetzt mal weg. Wir fahren jetzt hier raus. Genau. Zack, zack. Oh, wir sind hier schon mal. Da ist eine Apotheke. Und da wollte Bernd mal schauen, es gibt doch so Mückenheizstäbe. Das kennt ihr bestimmt, wenn man einen Mückenstich hat, dann sagt man, wenn man da heiß drauf hält, dann gerinnt dieses Eiweiß vom Mückenstich und dann juckt das nicht mehr. Und der Bernd hat das jetzt seit
einiger Zeit getestet. Zum Beispiel heute Nacht ging er mir tierisch auf den Keks damit, hat er immer Wasser im Wasserkocher gekocht, in ein Teeglas, so ein Chai-Glas, kleine Teelöffel rein, 2-3 Stück, und dann hat er, weil wir hatten wirklich unendlich viele Mückenstiche, und dann hat er sich immer abwechselnd die heißen Löffel auf die Mückenstiche gemacht. Das hilft ihm auch, aber weil wir halt, oder er besonders viele Mückenstiche hatte, hat ihn gefühlt in meiner Erinnerung die ganze Nacht dieses Teeglas mit den Löffeln klingelingeling, 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 da bin ich wieder gerade eingeschlafen, ja, klingelingeling, gerade eingeschlafen, dann Livia Titigong, dann wieder Bernd aufgestanden, Wasser gekocht, klingelingeling, 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 klingelingeling. Und deswegen holt er so einen Mückenheizstab. Gibt's wahrscheinlich nicht, so wie er guckt. Gab's nicht? Dann gucken wir, in der Mall ist doch auch eine Apotheke, ne? Bernd wollte das bei Amazon bestellen, aber wir sind ja erst wieder erreichbar für Amazon im April. Also hier glaube ich nicht, dass Amazon hinliefert in die Türkei. Ungarn ist ja auch Quatsch. Genau, weil wir kurz nachdem, wir werden nur einen ganz kurzen Aufenthalt in Ungarn haben. Und dann, ja, ist egal. Jedenfalls gucken wir, ob wir es hier in der Apotheke bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, ne? Ihr kennt es von mir. So, wir fahren jetzt weiter zur Mall. So, wir sind hier im LC Waikiki. Das soll so ungefähr sein wie Primark in Deutschland oder in anderen Ländern, und ich suche ein paar Hosen für Livia, einfach so, weil sie sich gerne einfach dreckig macht, und wenn es so ein Wetter ist, komme ich mit dem Waschen nicht hinterher. Guck mal hier, magst du Hello Kitty, Livia? Oder hier lieber Mickey Mouse? Ist halt alles hell, ne? Hier ist dunkel. Das ist so falsch. Hier war gerade Stromausfall. Zweimal. Livia hat dann laut angesagt. Ne? Dann ist das Licht angegangen. Aber die Rolltreppen gehen nicht. Und mir wird immer schwindelig, wenn die aus sind und ich die laufen soll. Also ich kann jetzt sagen, von der Kinderabteilung ist es ungefähr wirklich wie Primark. Wir haben jetzt 6 Bodies und 2 Hosen gekauft. Jo. So, okay, geschafft. Jetzt guck mal, wo Calvino ist. Der wollte auch noch mal schauen. Ja. Ja, ich halte dein Einhorn. Hier ist ein Spiegel. Dann probier mal auf. Oh, schick. Mützen. Hier? Schick, die sind warm, ne? Also es ist uns jetzt schon mehrfach aufgefallen, das ist so heiß hier in dieser Mall, so heiß. Ich wollte mir ein T-Shirt kaufen, aber ich habe keins gefunden. Ja, komm, Livia, der Papa wartet, der ist schon an der Kasse zum Bezahlen. Brauchst du eine Flauschemütze? Wie fühlt die sich an? Ja. Ist sie schön flauschig? Ja. Komm, wir gehen zum Papa, der wartet. Calvino ist schon oben mit den anderen. Hier ist ja diese Spiele-Mall. Wie heißt denn das? So eine Zockerhalle, wo die, was weiß ich, Kicker spielen können, Airhockey, Autorennen, sowas. Da sind die alle jetzt oben. Da gehen wir jetzt auch mal gucken. Livia, der Papa ist hier. Hier ist die Kasse. Komm. Der Tag ist gerettet. Die Dinger gehen wieder. Achtung, Livia, laufen. Super. Eine Nackenrolle gab es für die vielreisenden Kinder, wenn man im Auto schläft. Komm. Ja, wir gehen jetzt den Calvino suchen. Komm. Komm auf den Arm. Komm auf den Arm. Ab. Oh, ab. Da ist die Spielhölle, ne? Da gehen wir jetzt mal gucken, wo die Kinder sind. Ja, langsam essen. Langsam, das heißt. So, wir waren hier schon mal essen, das ist sehr günstig. So ein Teller kostet, keine Ahnung, wir haben letztes Mal 5 Euro bezahlt. Salat haben wir und das Bulgur, Kichererbsen, Erbsen, so Bohneneintopf und eine gefüllte Paprika. Ja, ich gebe dir was, nimm mal kurz Finger weg. Alles Vegetarische haben wir eingenommen.
zum Probieren. Ja, ist heiß. Ich schneide jetzt aber ein Stück ab und dann pusten wir, okay? Den Salat und Bernd hat auch von alles ein, zwei Getränke. Und da kommt der Bernd, der wollte sich noch. Ja. Pommes bestellt und ein vegetarisches. Und was hat das alles gekostet jetzt? Das hat jetzt komplett 10 Euro, glaube ich. Ja. Das andere hat jetzt 3 Euro gekostet, ja. Zwei Pommes. Und Calvino ist bei dir angekommen, der geht jetzt auf Burger King, ne? Mhm. Er holt sich da was. Okay. Du hast 86 für Burger King bezahlt. Das sind ja 4 Euro. Ich habe um die 60 bezahlt. Veganes Menü. Und du hast einen veganen Dürüm und 2 Pommes, ne? Mmh. Lecker. So, wir, eigentlich wollte ich nur schnell einen Kinderwagen kaufen, weil ich habe ja immer den Umschnalldildo. Levi ist aber schon wirklich schwer. Buggy? Ja, setz dich mal kurz hier rein, Levi. Ich trag dich nicht, du hast jetzt einen Buggy. Den habe ich gefunden. Und was haben wir gefunden? Ich zeig das mal eben im Vlog. Für Weihnachten, habe ich gedacht. Kostet 349 türkische Lira. Ja. Ja, da müssen wir erst den Papa fragen. Gut. Aber hier für 25 Euro haben wir so einen Buggy. Ne? Da kannst du dich reinsetzen, wenn du nicht mehr laufen kann. Super. Hinter mir seht ihr den Bim. Da waren wir noch ein paar Kleinigkeiten angekommen. Olivia, komm, du bist hier noch auf der Straße. Lauf schnell. Komm, zum Papa. Ja. Ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Sonntag gehen wir nochmal einkaufen. Das ist dann der letzte Einkauf hier in Manavgat für uns, weil wir ja weiterreisen. Und hier ist jetzt noch ein Gemüsehändler. Wir wollten Pilze holen, weil wir ja nochmal grillen am Wochenende. Und Bernd legt die immer ein, so Jahrmarktspilze, das ist so lecker, und Paprika. Und da hinten vom BIM, da steht so ein Auto. Wir haben geguckt, dass Livia gut beim Papa ankommt. Da steht ein Auto und der verkauft aus dem Kofferraum. Wir vermuten Gebäck. Wir gehen jetzt gleich mal da gucken. Vielleicht ist es auch Eier und Käse. Wir gehen uns das mal angucken. Bin nämlich extra nicht zur türkischen Bäckerei gefahren. Ich wollte so... Olivia, du kriegst eine Banane geschenkt. Wow. Zeig mal, soll ich die schälen oder machst du das alleine? Ja, ich bin extra nicht zur türkischen Bäckerei gefahren, sonst hätte ich mir ganz viel Baklava geholt und jetzt fahren sie es hier vom BIM. Da muss ich das ja mitnehmen. Da fliegt es hin. Merhaba. Wow. Ja, ein, ne? Ein. Hier? Bier. Der Test. Wie die schmecken. Saftig. Erfahrungsgemäß schmecken die besser am nächsten Tag, weil die dann weich sind und nicht mehr kross. Wer möchte einen? Ich will einen probieren, aber dann weiß ich gar nicht. Mhm. Schön mit Tee. Passt zur Diät. Ich wollte mal was sagen zum Thema Anschnallen. In der Türkei, bitte. Auch. Und guck Bernd im Spiegel, wir gucken uns an. Wie die hier Auto fahren, ne? Mit 6 Leuten im Viersitzer gestapelt. Was hat letztens die Bekannte erzählt, dass Kamele hinten einfach rumstanden im LKW, auf dem LKW oder saßen? Kam auch eben einer entgegen. Habe ich mitgekriegt, da habe ich auch nicht gedacht, hätte ich wahrscheinlich eingeschissen. Der ist ganz langsam auf dem Seitenstreifen hier gefahren. Ja. Also in der Türkei nehmen die das nicht so ernst, haben wir bis jetzt das Gefühl. Wirklich. Hm? Auch Kindersitze habe ich hier noch nicht gesehen. Also doch gerade im Geschäft, aber nicht in Benutzung. Ich habe auch vorhin auf der Fahrt die mit Warnblinker einfach rechts telefonieren dann. Naja, klar. Wenn
Ja, die machen das, die telefonieren, dann machen sie warm und dann heißt Achtung, die telefonieren. Er hört schon wieder den Regen. Hast du geputzt? Bist du fertig? Olivia, die Backenzähne musst du noch putzen. Ja, ich mache jetzt warm. Nudeln mit Tomatensauce. Wir essen den Rest. Nee? Moment. Pack mal deine Zahnbürste wieder dahin und deine Zahnpasta alles wieder reinräumen, Olivia. Ja, wir sind zu Hause. Wir haben 17.40 Uhr. Und eigentlich sollte es heute den ganzen Tag trocken sein. Ja, pack in den Becher hier alles rein, ne? So, das mache ich jetzt an. Das Essen. Wir haben gestern Nudeln mit Tomatensoße gehabt. Da essen wir jetzt den Rest. Und du kannst ja so lange mit deinem Puppenhaus spielen, Livia. Wo ist dein Puppenhaus? Hm? Möchtest du das hier oben hin machen? Das sieht so kacke aus, dass das hier alles mit Panzertape geklebt ist. Ja, ich kann es nicht so anders, wenn ich weniger nehme. Ich sehe das immer im Video. Durch die Wärme. Von unten. An dem Holz mache ich das richtig mit Kleber fest. Ja, ja. Alles provisorisch. Ohne groß dazu zu kaufen. Wir haben gestern gedacht, komm, wir gucken mal einen Film. Ihr wisst, wir gucken nicht so oft Fernsehen oder Filme. Fernsehen gucken wir eigentlich nie. Oder? So RTL oder ARD gucken wir nie. Auch Nachrichten gucken und hören wir nie. Also zumindest nicht auf Deutsch. Auf Türkisch kann ich es mir noch anhören, weil dann verstehe ich es einfach. Ungarisch geht auch gut. Weil wenn man sich damit nicht befasst, geht es einem viel besser. Jedenfalls haben wir gestern gedacht, komm, wir gucken uns einen Film. Livia war früh im Bett, weil die hat keinen Mittagsschlaf gemacht. Dann, ja, bis wir erstmal einen gefunden haben, einen Film. Na, dann haben wir einen gefunden von Netflix, haben wir gemacht. Leonardo DiCaprio, Don't Look Up, so ein Katastrophenfilm. Komet kommt auf die Erde oder so. Kann ich nicht empfehlen irgendwie. Das war mit Meryl Streep sogar. Meryl Streep war die Präsidentin, ne? Also, ja. Haben sie ein bisschen versucht, so auch Sin City oder Kill Bill zu machen, so, oder Quentin Tarantino, aber in schlecht. Das weiß ich nicht, die kenne ich nicht, die Filme. Aber da haben halt Wissenschaftler, unter anderem Leonardo DiCaprio, haben halt herausgefunden, dass ein Komet auf die Erde kommt in ungefähr 6 Monaten, haben das dann der Präsidentin kundgetan und die haben das so ins Lächerliche gezogen. Weil das jetzt gerade nicht passt, weil irgendwie die Wahlen noch in 3 Wochen bevorstehen oder so. Und ach, wir bekommen jede Woche hier so, dass die Welt untergeht, Nachrichten, das ist ja nicht schlimm. So, die haben es gar nicht ernst genommen und so. Ich weiß nicht, ob die wirklich so sind. Also, hat in der Talkshow irgendwie auch halt so. Ja, genau. Die Talkshow wollte das auch nicht wissen. Die haben das auch ins Lustige gezogen. Und dann hat die Präsidentin irgendwie private Fotos, intime Fotos sind irgendwie veröffentlicht worden und dann ist sie auf die zurückgekommen, weil dann hat sie lieber Weltuntergangsstimmung als ihre privaten Fotos und dann sind wir eingeschlafen, ne? Ja. Na, aber ich muss noch nicht zu Ende gucken. Nein, den gucken wir nicht zu Ende, hat sich nicht gelohnt. War ohne Ende auch Weltuntergang. Ja. Wo ist denn mein Handy? Hm. Unterm Kissen vielleicht? Ja, ihr Lieben, ich würde das Video jetzt beenden. Wir machen jetzt einen schönen Familienabend. Ich freue mich nämlich, guck mal, was wir geholt haben. Ein Puppenhaus, das ist schon halb zusammengebaut, halb auseinandergepflückt, ab 18 Monaten. So sind die Spielfiguren extra. Hier hat der Bernd gerade zusammengebaut. Also die nicht, die sind ja so, ne? Extra, dass sie nichts im Mund nehmen können. Das spielen wir jetzt, ne, Livia? Genau, also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. In diesem Sinne, ich spinne. Tschüss.